Uns war wichtig, dass wir bei der Gestaltung des Restaurants Berlin integrieren als ganz klare, strukturierte, aber auch humorvolle, intensive Stadt. Das Intensive haben wir durch die Farben realisiert, das heißt, es ist ein tiefes preußisches Blau, dazu aber auch Pinktöne, die das wieder ein bisschen auflockern. Von der Gesamtgestaltung halt sehr puristisch japanisch. Auf der anderen Seite auch diese Schlichtheit, damit jeder hier sein kann. Und zwar kann er sein, was er will. Ob es nun Prinzessin ist und man hier im Smoking kommt oder ob man in Flipflops und Jeans kommt, das interessiert uns nicht. Wir bieten einfach einen Rahmen, in dem wir dem Gast die Möglichkeit geben, einen wunderschönen Mittag oder einen Abend zu verbringen. Und wir begleiten ihn. Das heißt, hier wird nichts verkauft. Das ist was, das mir ganz wichtig ist. Weil ich hasse es, wenn mir was aufgedrängt oder verscheuert wird, wenn ich das Gefühl auch nur annähernd habe, dass mit mir Geld verdient werden soll. Sondern ich möchte wirklich, dass wir das Beste, was wir haben, dem Gast geben. Die besten Produkte zu solchen Tellern und Gerichten verarbeitet, die mir Spaß machen, und dazu Weine, die einfach großartig sind, die Seele haben, die Tiefe haben. Die sind von den Preisklassen ganz unterschiedlich. Was wäre denn so der günstigste? Der Riesling von Jochen Dreißigacker. Also einer seiner Lieblingswinzer. Der Gast kann hier pro Kopf 150 oder 200 Euro abends ausgeben, aber er kann auch 5000 Euro ganz locker ausgeben. Mittags ist es halt so, dass drei Gänge 38 Euro kosten, bis hin sechs Gänge für 68. Und die Grundidee war, dass wir mittags auch Menschen einen Zugang zu unserem Restaurant gewähren, die halt nicht so viel Geld ausgeben können. Und ich wollte das Restaurant mit einem Bild ausstatten, was nicht einfach Dekoration ist. Ich war völlig fasziniert von der Plastizität der Mülltüten. Auf der anderen Seite aber auch von dem starken Grün und diesem wunderbaren, leicht rosé-lila-farbenden Licht, also diese blaue Stunde, die wir in Berlin so benennen. Und über dieses Bild reden unsere Gäste, und von daher finde ich, es passt. Wir haben dann noch einen Bereich, der ganz nah an der Küche ist. Der Krug-Table ist eine Verbindung mit Krug-Champagner, und es ist einfach ein Platz, wo man wirklich direkt an der Küche ist. Die Gäste, die am Krug-Table sitzen, das sind für mich Gäste, die ich persönlich wirklich begrüße und durch den Abend geleite. Es ist im Endeffekt der raste und begehrteste Platz im Restaurant. Der Tisch ist gemacht aus Eichenholz, aus dem auch die Fässer für Krug-Champagner hergestellt werden. Die Lederuntersetzer, die wir hier haben, waren mal ein Sofa. Das Sofa habe ich in London, in Notting Hill, auf dem Markt gekauft und dann umbasteln lassen. Die Teller, diese Platzteller, sind für uns gemacht worden und angefertigt worden. Und mir war halt wichtig, dass dieser Ort im Endeffekt auch mindbreaking ist, wo man halt versucht, sich davon zu lösen, was man vom normalen Restaurant erwartet, sondern wo man wirklich Teil der Küche wird, Teil der Gesamtinszenierung, und wo es eher schon fast Richtung Theater geht, als reines Restaurant, hinsetzen, essen, trinken, wieder rausgehen. Das ist das, was ich in Hongkong gerade gegessen habe. Im Moment ist bei denen wieder ganz in Eiweiß etwas reinzugeben, das ganz mild zu dämpfen. Hier haben wir Hummer mit Zitronenverbände und Erbsen. Gut vermögen. Danke. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Begegnung mit einem Kolibri. Und dieser Kolibri hat mich und meine Frau damals fasziniert. Und dann habe ich im Grafikmagazin adaptive Zeichnungen von einem Kolibri gesehen. Und daraus ist unser Logo entstanden. Und die Grundidee, warum wir uns selbstständig gemacht haben, war halt, dass wir
aus dem Käfig des Angestellten-Daseins ausbrechen wollten. Und von daher die offenen Käfige, weil die Kolibris entflogen sind und weil wir hier einfach frei sind. Ich habe mich nie als Angestellten gesehen, sondern immer als jemand, der ein Konzept hatte, der das mit den Ownern, mit den Besitzern abgesprochen hat und dann völlig selbstständig durchgezogen hat. Aber es ist natürlich schon gerade für meine Frau ein ganz anderes Gefühl. Sie ist hier die Chefin, die Ansprechpartnerin für unsere Lieferanten, für die Banker, die das Geld dafür gegeben haben. Aber sie macht das sehr glücklich, weil sie halt nicht mehr Teil eines chauvinistischen, klassischen Hotelsystems sein wollte. Meine Leinwand ist natürlich vor allen Dingen der Teller. Das heißt, wenn ich durch ein Kaufhaus gehe, dann gehe ich eigentlich als erstes in die Porzellanabteilung. Und oftmals sehe ich einen Teller und dann entsteht ein Gericht, was auf diesen Teller zugeschnitten ist. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich dann durch Stoffabteilungen gehe oder beim Shoppen die neueste Mode, die neuesten Schuhe anfasse, Materialien spüre, Farben sehe und dass dadurch einfach Reize ausgelöst werden und ich dann durch einen Violettton an Aubergine denke, von Aubergine komme ich zu Purple Curry, dann verbinde ich beides miteinander. In meiner Aromenwelt braucht Aubergine immer Koriander. Es kann aber auch sein, dass ich drei Zutaten habe, wie Blumenkohl, Haselnuss und Trüffel und mich dann mit diesen drei Zutaten auseinandersetze und mich frage, was mache ich aus welcher Zutat? Also wie präsentieren wir den Trüffel einfach nur als Scheibe oder auch als Gelee, den Blumenkohl, als Creme Chiboust, als Marshmallow? Wie integrieren wir die Haselnuss? Welchen Sinn hat die als Öl, als Paste? Und dann dekliniere ich das Thema durch, bis ich was gefunden habe. Und wenn ich dann im Endeffekt einen Teller kreiert habe, im Geiste immer noch, wird der von der Theorie in die Praxis umgewandelt. Und dann versuche ich nochmal diesen Teller zu analysieren und so viel wie möglich wegzulassen. Also ich wünsche mir, weil mein grundsätzlicher Wunsch ist, dass nur das absolut Minimalste auf dem Teller liegt, damit die Aussage besonders klar und eindeutig ist. Es ist, glaube ich, eine Verbindung aus japanischen Purismus und auch dem Berliner Purismus. Wir haben eigentlich nichts Dekadentes, wir Preußen, an uns, sondern wir sind eher immer schmal gestrickt, fast manchmal zu unromantisch. Und ich versuche aber schon eine gewisse Romantik, eine Schönheit, einen Glanz in den Gerichten zu haben. Aber trotzdem sollen sie klar sein, so wie ich auch bin, in meiner Sprache, in meinem Tun, in meinem Handeln und in meiner Persönlichkeit.